Liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das ist jetzt der zweite Teil vom Groomer-Video. Groomer. Ich berichte heute ausführlich nochmal zum Protea Groomer. Es ist auch wieder mal ein bisschen windig beim Rasenfreak, egal. Das wird jetzt mehrere Teile geben hier in diesem Video. Im ersten Teil werde ich sehr genau die Bedienung des Groomers, des Protea Groomers erklären. Im zweiten Teil gehe ich auf die ganzen technischen Details ein. Und im dritten Teil zeige ich dann, wie ich hier groome. Um es gleich vorwegzunehmen, der Groomer hat 39 scharfe Messer. Und mit diesen Messern wird das Gras zerschnitten. Die waagerecht liegenden Ausläufer werden zerschnitten. Und der Filz, der Thatch, wie die Amerikaner schon sagen, Thatch, der Filz wird aus dem Boden herausgerissen, herausgezogen. Und zwar natürlich so, dass nicht in den Boden hineingeschnitten wird, sondern nur die verfilzte Oberfläche bearbeitet wird. Ja, so, ich mähe jetzt hier noch ein bisschen weiter und dann erkläre ich die Anwendung des Groomers. Viel Spaß mit diesem Video! Schön die Eiche ist. Sie macht auch wirklich wahnsinnig viel Dreck. Jetzt schmeißt sie gerade ihre ganzen halb garen Eicheln runter. Ah, das sind so Phasen, aber dieser Baum macht einen unglaublich schönen Schatten hier auf unserer Terrasse. Sonst würden wir es jetzt bei der Hitze überhaupt nicht aushalten. Ja, gut. Was Mut, das Mut. Zuerst erkläre ich euch die Bedienung dieser Maschine. Die ist so ein bisschen anders als das, was ich so kenne vom Swordman und vom Allet. Ja, hier sieht man den schönen Honda-Motor. Was ja besonders cool ist, finde ich, ist dieser verchromte Tankdeckel. Das sieht man selten bei Maschinen. Ja, hier haben wir den Choke. Mit dem Hebel kann man den Choke reinsetzen. Und was ich auch sehr schick finde, hier direkt darunter ist der Benzinhahn. Benzinhahn auf, Choke rein und dann einmal kurz angezogen. Wartet. Ganz leicht angezogen. Fantastisch. So, die Maschine springt wirklich hervorragend an. Das hier ist ein Betriebsstundenzähler. Gehört sich bei Profimaschinen so, ist auch mit dabei. Ja, der Motor hat, weiß ich nicht, wie viel dB der hat, aber die ganze Maschine hat 98 dB, das ist relativ laut. Das liegt aber auch an der Mechanik, das zeigen wir gleich nochmal. Denn diese Maschine hat keinen Riemenantrieb, Keilriemenantrieb, sondern Kettenantrieb für die Walze und dieses Groomermesser. Hier gibt es einen sehr schönen, ich muss schon fast sagen nostalgischen, Gasgriff von Magura. Magura, eine der ganz großen deutschen Griffmarken. So ein richtig schönes, solides Gussteil. Nach hinten ist Standgas. Im Standgas läuft der Motor, ohne dass man irgendwas tun muss. Wenn man jetzt Gas gibt, dann geht der Motor aus, wenn man nicht diesen Hebel hier zieht. Und das ist eben genau das Trickige an der ganzen Maschine. Ich mache sie nochmal an. So läuft sie jetzt
völlig freien Standgas. Wenn ich jetzt Gas gebe, geht die Maschine sofort aus. Wenn ich den Hebel ziehe, das ist nur ein Kontaktschalter, dann kann ich Gas geben. Und dann kann man hier mit dem rechten Hebel kann man dann, das ist, würde ich mal behaupten, so eine Art Rutschkupplung. Mit dem rechten Hebel kann man dann den Walzenantrieb ja sozusagen einschalten oder bedienen. Also das da rastet jetzt nichts ein, sondern man muss da dran ziehen, und je kräftiger man zieht, desto schneller fährt er eigentlich. Der fährt relativ langsam, wie ihr gleich sehen werdet, und die Messer, die Grumer Messer, laufen demgegenüber relativ schnell. Wir haben jetzt hier ein sehr eng gestuftes Grumer Messer. Das hat, mal ziemlich genau gemessen hier, ja, unglaublich genau jetzt hier. Shit. Scheiße. Ungefähr genau. Also 40. Mal gucken hier. 40. Und dann nochmal 44. Ja, ungefähr 45 cm. Wenn ich mich nicht vermessen habe. Ich kann es nochmal einblenden gleich. 39 Messer. 39 dieser sehr, sehr interessant angeordneten Grumer Messer. Die haben so eine, ja, ähnlich wie so eine Spindel, so eine schräge versetzte Positionierung. 39 Messer, das soll ungewöhnlich viel sein, und der Abstand der Messer beträgt gerade mal, ja, das ist ungefähr ein Zentimeter. Also zwischen den Messern ist ein Spalt von nur einem Zentimeter. Das heißt, der Grumer schneidet wirklich sehr, sehr viele Schlitze in den Rasen rein. Und das soll halt besonders gut sein, um besonders viel Filz rauszureißen und die querliegenden Halme besonders gut zu zerteilen. Die Messer sind jetzt irgendwie nicht geschärft, die sind aber relativ dünn und sind auch aus hochfestem Stahl. Ungefähr 1 mm breit sind diese Messer, damit sie auch richtig schön verschleißfest sind. Man soll die Maschine nicht ganz nach hinten kippen, also nicht ganz runterkippen, weil sonst der Motor ausläuft. Man soll auch, wenn man die Maschine kippt, den Benzinhahn zumachen. Und Protea empfiehlt also, die Maschine einfach so auf den Fangkorb zu kippen. Und dann kann man vorne den Grumer einstellen. Auf dem Grumer ist als Originalteil hier vorne eine dicke Walze drauf. Die habe ich jetzt umgebaut auf eine profilierte Walze mit einem wesentlich kleineren Durchmesser. Der Umbau geht super leicht. Man löst einfach hier diese Mutter, dann zieht man diese Stange raus aus der Walze und steckt die neue Walze auf die Stange drauf. Walzenlager sind schön abgedichtet mit so einem Wellendichtring. Super, super gut. Ja, mein Problem war nämlich, ich kam mit dem Grumer nicht tief genug runter mit der dicken Frontrolle. Deswegen habe ich die kleinere Frontrolle hier eingesetzt, und jetzt passt es. Die Einstellung soll so sein, dass zwischen der hinteren Walze und der vorderen Walze zum Grumermesser ungefähr 2 bis 3 mm Luft sind. Man legt diese Leere hinten auf die Walze drauf und vorne auf die Frontrolle drauf, und diese Messerspitzen, ne, diese Grumermesserspitzen, sollen dann einen Abstand zur Leere von ungefähr 2 bis 3 mm haben. Dann ist der Grumer richtig eingestellt. Wenn das nicht passt, dann kann man hier über diese Verstellung kann man die Höhe der Frontrolle halt nachjustieren. Damit ist man dann schon betriebsbereit. So, warum ist jetzt das die richtige Einstellung? Ja, man möchte natürlich nicht, dass die Grumermesser in den Boden reinschneiden, sondern sie sollen oberhalb des Bodens nur den Filz rausreißen. Und deswegen, der Boden beginnt ja da, wo die Rolle vorne und hinten aufliegt. Und deswegen setzt man halt eben den Grumer ein paar Millimeterchen höher,
damit er eben nicht auch noch in den Boden reinschneidet. Man geht natürlich davon aus, dass die Flächen total glatt und eben sind. Wenn natürlich Unebenheiten sind, dann schneidet man trotzdem in den Boden ein bisschen rein. Aber das ist die ideale Einstellung, vor allen Dingen für Grüns, für ganz kurz geschnittene Rasenflächen. Und ich habe jetzt bei mir schon festgestellt, auf meiner Rasenfläche passt das so auch ziemlich gut. Und ihr werdet gleich sehen, wie cool er diesen Filz aus dem Boden rausreißt. Der Fangkorb, der ist aus Metall und ist komplett gummigelagert. Die Aufhängung hier für den Fangkorb ist in so schönen, wirklich robusten oder auf robuste Gummilager zu hängen. Alles im Schatten. So, letzte Sache zur Einstellung, bevor wir jetzt starten können, ist dieses Leitblech, was dafür sorgt, dass eben das Schnittgut der Filz möglichst vernünftig in den Fangkorb fliegt. Dazu gibt es hier zwei Schrauben, die kann man lösen und dann kann man dieses Leitblech hoch und runter stellen. Ich habe das relativ hoch gestellt, damit das Schnittgut oder der Filz möglichst weit nach hinten in den Fangkorb reinfliegt. Ein richtig, richtig cooles Feature finde ich diesen Transportwagen. Man setzt einfach jetzt diesen Transportwagen vor den Groomer, dann kippt man den Groomer ordentlich an, bis er hinten gegenstößt, dass wir nicht gegen die Schraube kommen. So, und dann, ja, dann bin ich schon drauf und kann den Groomer transportieren. Das ist echt genial. Und dann kann man da schups. Zack. Kann man ihn wegfahren. Zack. Das ist echt eine witzige Lösung. Insgesamt ist die Maschine wirklich solider. Jetzt hätte ich fast gesagt, deutscher Maschinenbau. Nein, wirklich solider Maschinenbau, also Schrauben, Bleche, ganz wenig Kunststoff. Das ist zwar eine Kunststoffverkleidung, sonst alles wirklich aus Metall, robust konstruiert, so ganz robuste Lagerschalen hier, wie so, man das so von früher von einem richtigen Maschinenbau kennt. Nicht schlecht. Wir haben jetzt mal gerade so eben zwei kurze Bahnen, was weiß ich, 15 Meter hin, 15 Meter zurück mit Fangkorb und es ist der absolute Wahnsinn, was der Groomer hier bei diesen zwei Bahnen schon aus dem Boden herausgearbeitet hat. So, man sieht also auch sehr schön, wie er jetzt hier eben diese ganzen querliegenden Halme schon wieder hochgerissen hat. Ihr findet natürlich alle Angaben zu dieser Maschine auch unten in meinen Beschreibungen. Da habe ich die Maschine noch mal ein bisschen genauer vorgestellt. Und, liebe Rasenfreaks, es gibt auch einen Gutscheincode für denjenigen, der so eine Maschine kaufen möchte. Gibt es hier von der Firma Turf Pro einen Gutscheincode. Ja, viel Spaß dabei. Ja, lieber Rasenflix, das ist natürlich heißer Maschinenbau. Ne? Eins, zwei und dahinter drei Ketten. Und deswegen ist die Maschine auch relativ laut, ne? Weil das ist halt ein Kettenantrieb und Kettenantriebe sind laut. Ist natürlich mega robust. Hier so ein Schnellspanner, um diese Kette zu spannen. Heiß. Hier oben kommt, wie funktioniert das überhaupt? Achso, der läuft hier oben, ist die Antriebswelle vom Motor, geht hier auf das Ritzel, auf den Groomer. Vom Groomer geht es hier auf so eine Zwischenwelle und dann unten auf den Walzenantrieb. Wahnsinn! Wir brauchen ein Tuch. Musik.
Was sagst du? Sieht gut aus. So, lieber Rheinfreaks, jetzt haben wir hier noch die ganze Fläche gemäht und ja, also man sieht von dem Gruma, von diesen reingeschnittenen Linien praktisch nichts mehr. Selbst hier auf dem Grün ist also wirklich kaum noch was zu sehen. Das ist schon sehr, sehr faszinierend. Und vielleicht nochmal zum Schluss und deutlich gesagt, der Gruma ist eine spezielle Maschine zur Behandlung von wirklich ganz kurz geschnittenen Rasenflächen. Es wird sogar empfohlen von Turf Pro, dass man 3 bis 5 Mal die Woche seine Fläche groomt. Vor dem Mähen die Fläche schlitzt, schneidet, senkrecht schneidet. Das soll optimal sein, um ein ganz feines, gleichmäßig wachsendes Gras zu bekommen, um den Filz immer wieder rauszuholen, um die querlaufenden Halme schön zu zerteilen. Dazu ist der Gruma da, für ganz kurz geschnittene Flächen. Und da soll das Gerät dann auch optimal funktionieren. Ja, spannende Geschichte. Es ist etwas für Profis. Kann natürlich ein Rasenfreak auch für seine privaten Flächen verwenden. Müsst ihr selber wissen. Ja, ich werde das jetzt hier auf meiner Grünfläche mal eine Zeit lang machen. Versuchen mal jeden Tag einmal die Grünfläche hier zu groomen, um mal zu schauen, wie sich hier dann die Fläche verändert. Ihr werdet sehen, bleibt dran. Ich freue mich auf euch. Im nächsten Video, euer Rasenfreak sagt danke fürs Zuschauen. Und abonniert mich gerne, wenn ihr mögt. Macht die Glocke an, wenn ihr mögt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.